Promi-Geflüster, heute wieder mit einer neuen Ausgabe, natürlich wiederum aus unserem lieben, guten, alten Home-Studio sozusagen. Wir sind nach wie vor zu Hause, dürfen ja noch nicht wirklich raus, denn Corona macht wieder alles noch zunichte. Also, was da zurzeit drunter und drüber geht, naja, darüber sprechen wir lieber nicht. Heute haben wir nämlich wieder einen jungen Musiker am Start. Und ihn kennt er ja, wir haben ihn im Herbst 2019 schon mal bei einem Auftritt in Holzelfingen erlebt und da natürlich auch ein Interview mit ihm geführt. Und darin hat er natürlich verraten, er war erst kürzlich, also damals kürzlich bei The Voice Kids. Und ja gut, da hat es jetzt nicht ganz nach vorne gereicht, aber dafür hat er die Wildcard bekommen. Das heißt, er durfte nochmal antreten und die Gelegenheit hat er jetzt nochmal genutzt. Jetzt in der 9. Staffel ist er nochmal mit dabei. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, Marco. Grüße dich. Hi. Ja, servus. Wildcard, da darf man nochmal antreten, gell? Ist das richtig? Genau, bei der Wildcard darf man antreten, ohne irgendwelche Castings zu machen. Okay, also somit gleich nochmal rein ins Vergnügen, kann man sagen. Genau. Sehr schön. Das ist wie gesagt The Voice Kids, die 9. Staffel und ich glaube, wenn ich es jetzt so aus meinen Presseinformationen entnommen habe, ist es schon die 4. Blind Audition, wo du dabei bist und natürlich wieder, denke ich mal, richtig mit Rock'n'Roll aufwartest, oder? Ein Rock'n'Roll ist es jetzt nicht, aber es ist ein Blues. Ein Blues, okay. Ja, da sind wir schon gespannt. Also das Ganze jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch neu zum ersten Mal samstags zur besten Sendezeit, 20.15 Uhr, gell? Genau. Ja, also somit sind es natürlich, denke ich mal, wieder ganz andere Zuschauer, die da einschalten oder vielleicht noch mehr Zuschauer, die einschalten, die wirklich dann am Samstag dann entsprechend auch Zeit haben. Auch die Jury ist neu. Was kann man denn da dazu sagen? Wie sind denn die diesmal besetzt? Also in der Jury sitzen Alvaro Soler, Michi und Smudo, Stefanie Kloß und Vincent Weiß. Wie ich es ja meinen Presseinformationen schon entnommen habe und auch die ersten zwei Folgen da schon mitverfolgt habe, rennen natürlich viele der Teilnehmer zur Stefanie hin. Ist das richtig? Ja, das könnte man so sagen. Also ich glaube, da fällt die Auswahl bei der Jury dieses Mal wirklich dann schwer, wo man eigentlich dann auch hingehen kann, ne? Also sind alle wirklich starke Interpreten und starke Jurymitglieder sozusagen. Ne? Genau. Ganz genau. Ja, Corona macht natürlich auch die Sendung ein bisschen, glaube ich, anders. Also wenn man schon so gesehen hat, wirkliches Studiopublikum ist gar nicht vorhanden. Du kennst es anders. Du kennst es anders vor 2 Jahren. Gibt's da, wie gehst du hin? Mit welchen Gefühlen, wenn jetzt da so nur die Jury sozusagen vor einem steht? Also auf der einen Seite ist es positiv, aber auch auf der anderen Seite so negativ. Also die positive Seite ist jetzt zum Beispiel, dass man jetzt zum Beispiel nicht ganz so aufgeregt ist, aber jetzt mein rein persönliches oder beziehungsweise meine Meinung ist, dass es mit Publikum besser ist, weil man einfach irgendwie mehr das Bühnenfeeling hat. Mhm. Genau. Ja klar, da ist natürlich schon einiges, was einem da schon nochmal einen ganz anderen Background dann sozusagen gibt, ganz klar. Ne? Ja, also 2019, ich habe es ja erwähnt, haben wir uns kennengelernt, das war im Herbst 2019, jetzt ist eigentlich, sagen wir mal, ein gutes Jahr, 1,5 Jahre kann man schon sagen, vergangen. Was hat sich bei dir in der Zeit getan? Wie ging es weiter mit der Musik? Stimmlich natürlich, denke ich auch. Erzähl mal ein bisschen. Die Musikrichtung ist gleich geblieben, also so die Richtung Rock'n'Roll, Pop, eigentlich alles Mögliche dabei. Mhm. Und Stimme hat sich natürlich auch verändert, ist nochmal
um einiges tiefer geworden und alles. Und genau. Also noch mehr passender zum Rock'n'Roll sozusagen hin, oder? Kann man so sagen. Ja, ja gut, jetzt war ja natürlich letztes Jahr, die Pandemie ging ja los im März vor gut einem Jahr. Und war es ja mit Auftritten wahrscheinlich auch nicht so wirklich bei dir. Mit Auftritten, also Auftritte hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Genau. Das fehlt schon natürlich schon irgendwo, gell? Ja. Ja. Aber du bleibst deswegen trotzdem der Musik treu und übst natürlich fleißig, oder? Das gehört dazu, genau. Ich habe gerade auch schon gesehen, die Gitarre hinter dir, die steht ja da. Sollen wir mal wieder ein ganz kleines Sache kurz mal anspielen? Meinst du, dann kann man was machen? Egal, was du magst. Mal wieder kleine Kostprobe nochmal für unsere Zuschauer. Ich könnte vielleicht das Intro von dem Song, was ich bei The Voice Kids gespielt habe, kurz anspielen. Ja, wenn du magst, wenn das erlaubt ist. Ja. Also, okay, dann lauschen wir mal kurz. Okay, sehr gut. Ja, da sind wir schon gespannt, was da rauskommt am Samstag. Ganz genau. Ja. Samstag, 20.15 Uhr, Sat.1. The Voice Kids, genau. Ja, dann hoffen wir mal und drücken dann dir ganz fest die Daumen, dass du da wieder eine Runde weiterkommst und es diesmal der Weg nach vorne sozusagen dir ebnet. Ne? Das wünschen wir doch. Wie geht's denn jetzt in der Schule gerade so weiter? Ich meine, man hört ja so viel hier, Homeschooling und so weiter, das betrifft dich natürlich auch extrem, oder? Ich bin jetzt in der Abschlussklasse, ich bin in der 10. Klasse in der Realschule und wir haben schon, also wir haben wieder ganz normalen Unterricht. Okay, aber es ist natürlich, denke ich mal, schon eine andere Sache, wenn man jetzt hier nur am PC quasi die Schule mit den Lehrern absolviert, oder? Ja, ist halt Schule. War das, ja, die einen sagen, es ist besser, die anderen sagen, nee, sich mit den Schulkollegen treffen, also mit den Klassenkameraden, macht mehr her. Wie ist es bei dir? Wie empfindest du es? Also, ich habe es schon ein bisschen wieder vergessen, weil ich seit dem 1. wieder in der Schule bin, also seit dem Januar. Mhm. Aber ich fand eigentlich, dass es, schwer zu sagen eigentlich, also mit den Klassenkameraden sich zu treffen, ist eigentlich schon besser gewesen. Mhm. Aber auf der einen Seite konnte man halt auch ein bisschen länger ausschlafen und man hat halt das alles nicht so extrem stressig gesehen wie jetzt in der Schule. Okay. Ja gut. Ja, wir wissen es ja, dein Onkel ist ja so dein quasi Mentor gewesen, der dich da richtig da in die Musikszene reingebracht hat und sich auch mit dem Rock'n'Roll sozusagen angefreundet hat. Wann habt ihr das letzte Mal zusammen musiziert? Wir musizieren eigentlich ständig und das kann man auch gut verfolgen auf meinem Insta-Kanal. Mhm. Der heißt jetzt nicht mehr Marco B. sondern Marco-TVK21. Okay. The Voice Kids sozusagen, oder? Okay, ja gut, also Marco-TVK, da findet man dich auf Instagram und YouTube nach wie vor. Gibt es auch noch was, oder? YouTube habe ich auch schon jetzt neue Lieder, auch mein eigenes geschriebenes Lied nochmal erneut aufgenommen, weil sich die Stimme tatsächlich sehr, sehr krass verändert hat im Gegensatz zu vor ein paar Jahren und deswegen kommen da jetzt auch wieder Videos. Okay. Hast du eigentlich jetzt einmal in Planung, vielleicht einen Tonträger aufzunehmen, sprich eine CD oder sowas? Ist da was in Aussicht? Bis jetzt habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Wird die Zeit schon noch kommen, denke ich mal. Gut, klar, bist ja auch noch jung und hast noch Zeit. Und
Macht auch erst Sinn wieder, wenn du dann entsprechend, denke ich mal, auf der Bühne stehen kannst, ne? Genau. Ja. Ich würde sagen, wir drücken dir jetzt auf alle Fälle mal ganz, ganz fest die Daumen für kommenden Samstag. Also sprich bei uns, wenn wir ausstrahlen, dann ist es entsprechend morgen, also Samstag, der 20. März, da geht es weiter. Und dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht können wir dich hoffentlich noch ein Stück weit mit The Voice Kids begleiten. Drück mal die Daumen. Ja. Dankeschön. Dann erstmal dir alles Gute und wie gesagt, Fortsetzung folgt. Wir berichten natürlich hier bei Promigeflüster, wenn es wieder was Neues gibt von Marco. Und in diesem Sinne, erstmal herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast, gell? Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank Jo. und viel Erfolg. Dankeschön.